Hallo und herzlich willkommen zum Fitnessprofessor. Heute zeige ich euch eine sehr exotische Übung, und zwar eine für Schnellkraft, eine sehr sportspezifische Übung. Und zwar, wie schaffe ich es, noch schneller zu beschleunigen in dieser Bewegungsrichtung? Für die Übung, die ich euch heute zeigen möchte, braucht ihr im Prinzip nur eine Langhantel, am besten auch noch zumindest eine Gewichtsscheibe und ja, ich in diesem Fall wieder jemand, der es vormacht, der Tim. Und ja, ich zeige euch mal, worum es geht. Bei vielen Sportarten braucht ihr eine Kombination aus Streckung der Knie- und Hüftstrecke, aber gleichzeitig auch noch eine Rotation im Rumpf, ob ihr jetzt Wurf- oder Stoßbewegungen habt oder beim Kampfsport oder wo auch immer ihr das braucht. Und das möchte ich euch mal ganz einfach mit der Hantel zeigen. So, ich fixiere die Hantel jetzt mal für dich, Tim. Du nimmst die bitte mal einarmig auf. So, sehr gut. Stellst dich schräg zur Hantel, ganz genau. Jetzt kommt er aus der halben Kniebeuge hoch, dreht sich dabei mit dem hinteren Bein ein bisschen ein und nimmt dann diese Rotation mit, um die Kraft nach oben auszustoßen. Okay, probier's mal bitte. Ganz genau, super. Und wieder zurück und wieder hoch. Genau. Und jetzt ruhig mal zwei, dreimal richtig mit Power. Jawohl. Und bam. Super. Und bam. Hervorragend. Okay, vielen Dank. Trainiert also auch wieder hier viele Muskeln gleichzeitig. Ist natürlich schon sehr sportartspezifisch. Das heißt, hier sollten die Grundlagen, eine Kniebeuge, eine gute Rumpfmuskulatur etc. schon gegeben sein. Wenn das bei euch so ist, probiert es mal aus. Tolle Übung. Viel Spaß dabei.